Hallo und herzlich willkommen heute zu Frag den Kerl. Unser Thema heute, was ist Helfer? Ich würde sagen, am Anfang machen wir so eine kleine 5-Minuten-Episode, was ist Helfer? Und danach erklären wir nochmal ein bisschen im Detail, was ist Helfer, warum brauchen wir das? Was ist Helfer in 5 Minuten? Ja, unsere momentane Situation sieht so aus, dass unsere Gesellschaft in eine Richtung driftet, die unmenschlich ist. Ist das jetzt neuerdings so? Nein, das ist es nicht. Diese Problematik haben wir schon etwas länger, denn wir haben Gesetze, die die Menschen nicht einhalten können, weil sie sie nicht alle kennen können. Wir haben ein System, unser Geldsystem, was nicht für den Menschen gedacht ist. Wir haben ein Wertesystem, was eher darauf aus ist, dass Einzelne oder wenige über andere Leute herrschen. Und das ist eine Sache, die wir vielleicht ändern könnten. Ändern könnten im Sinne von nicht, dass wir was ganz Neues erfinden, sondern dass wir uns auch mal in der Geschichte angucken, wie war es denn früher und uns viele Bereiche daraus wieder nehmen. Wichtig ist dabei, dass die Individualität der Menschen oder der Gruppen auch beibehalten wird. Und die Idee ist, dass wir ein Miteinander schaffen, das eben nicht auf Konkurrenz basiert, sondern auf ein menschlichen, ja, Miteinander. Aus diesem Grund haben wir Helfer auf die Beine gestellt. Was macht Helfer? Helfer ist nicht dafür da, um euch zu maßregeln. Helfer ist nicht dafür da, um euch zu sagen, wie ihr zu leben habt. Helfer ist nicht dafür da, dass wir ein neues System schaffen, das wieder die Menschen unterdrückt. Helfer ist die Idee von einem System oder einem Miteinander zu schaffen in kleinen Gruppen, wo die kleinen Gruppen sich komplett selbst organisieren. Wie? Ganz egal. Kleine Gruppen, die eben keinen Anführer haben oder die keinen Chef haben oder Chefgruppe, die diese Gruppe leitet, sondern jede Gruppe ist autonom. Und, wenn wir schon dabei sind, wo wir uns gegenseitig nicht ausnutzen. Das bedeutet nicht, dass wir nichts mit Geld zu tun haben. Das bedeutet nicht, dass wir auch nicht mal einen Chef haben können oder jemand, der kompetent genug ist, um ein bestimmtes Thema anzutriggern. Sondern es geht darum, jede Gruppe selbst entscheiden darf, ob sie das gerne hätte oder nicht. Ja, Geld ist auch bei uns ein Thema, auch wenn wir davon ausgehen, dass Geld die Menschen ausnimmt. Geld ist dafür da, dass Misstrauen herrscht. Misstrauen deswegen, weil Menschen, die sich vertrauen, die sich kennen, Freunde zum Beispiel oder Familie, die handeln nicht untereinander, die beschenken sich, die unterstützen sich, die geben einfach. Aber deswegen ist Geld nicht gleich bei uns tabu. Im Gegenteil, wir wollen ja aufklären, wir wollen ja den Leuten erklären, warum Geld in bestimmten Fällen oder in fast allen Lebenslagen eigentlich negativ ist. Und wir wollen aber auch, dass wir nicht das aktuelle System komplett ad acta legen, zumindest nicht sofort, sondern wir versuchen erstmal eine Infrastruktur aufzubauen und beide Infrastrukturen so zu nutzen, dass wir alle Menschen davon einen Vorteil haben. Und damit das funktioniert, deswegen haben wir Helfer gemacht. Helfer hat einfach nur eine Basis, eine Mindestregel oder Mindestregeln und das sind die 4+1 Regeln. Darauf stützt sich das ganze System. Und das ist einfach gesagt folgendes. Das erste ist 4+1, also die erste Regel lautet, schenken oder zum Selbstkostenpreis. Da steckt auch schon das Geld mit drin, weil Geld ist da ein Teil davon. Zweitens, definiere Gruppen. Was sind Gruppen? Autonom, also selbstbestimmt und jede Gruppe sollte sich innerhalb kennenlernen, de-anonymisieren, also in der Realität kennenlernen. Sollte eine Höchstanzahl haben von, sagen wir mal, höchstens 200, was ich in Europa eher nicht empfehlen würde, eher so ein bisschen 80 oder so. Das nächste wäre dann, wie die Gruppen miteinander am besten funktionieren, über Kontaktpersonen, wir nennen sie Moderatoren. Der nächste Punkt wäre dann, dass wir Regeln, Vereinbarungen, egal wie ihr es nennt, miteinander aushandeln, sodass jede Gruppe ihre eigenen Gruppen macht. Ihre eigenen Regeln oder Vereinbarungen macht.
Und damit könnten wir Step by Step by Step dazu übergehen, dass wir wirklich eine neue Art von Gesellschaft machen. Ach ja, und jetzt wird jemand sagen, was war denn das Plus 1? Das Plus 1 ist Kephi. Kephi ist griechisch. Kephi heißt Freude, Spaß an dem, was ihr habt. Ihr solltet, wenn ihr was macht, wirklich, ja, nach vorne gehen, nach vorne preschen und einiges selbst ausprobieren. Aber vergesst den Spaß nicht. Tanzen, singen und so weiter. Aber das Leben besteht nicht nur aus Tanzen, Singen und so weiter. Das Leben besteht auch aus Miteinander unterstützen. Weil nur so kann es funktionieren. Wir müssen wieder aktiv werden. Weil wenn wir nicht aktiv werden, dann können wir nicht erwarten, dass sich draußen irgendwas ändert. Die weitere Erklärung folgt jetzt. Und danach kommen natürlich auch meine Studiogäste rein, die natürlich auch gerne was sagen dürfen. Da freue ich mich drauf. So, also. Ich sagte gerade, wir müssen uns gegenseitig und untereinander unterstützen. Wir müssen aktiv sein. Wir müssen etwas nach vorne bringen. Wir müssen raus aus der Passivität, rein ins Tun. Warum? Ganz einfach. Wenn wir irgendwas verändern wollen, dann muss vorher was passieren. Damit vorher was passiert, müssen wir bewegen. Wir müssen aktiv werden. Wir können nicht warten, dass irgendeiner, auch wenn es der Initiator ist, und das ist meine Wenigkeit, wir können nicht erwarten, dass er alles macht. Und wenn ich von mir in der dritten Person rede, ist das sehr komisch. Aber egal. So, wir können nicht erwarten, dass irgendjemand anders irgendwas macht. Unsere Moderatoren können wir nicht erwarten, dass die was machen. Es geht nicht um Moderatoren. Es geht nicht darum, dass irgendjemand anders. Nein, wir müssen aktiv werden. Wir müssen uns bewegen. Wir müssen den ersten Schritt und den zweiten Schritt machen, damit sich die Welt oder unsere Umgebung, damit sie sich ändert. Und wenn wir das haben, dann können wir selber gucken, wie, also ne, erstmal gehen wir raus, wir sind aktiv und dann können wir gucken, was verändert das an der Welt, was verändert das an meiner Stimmung, was verändert es an dem, was ich mir vorgenommen habe. Und genau aus dem Grund geht Helfer nicht hin und sagt, wir schreiben dir vor, was du zu tun hast, sondern Helfer ist ein Ding, was sagt, okay, wir bieten eine Basis an, eine Basis für viele Menschen, eine Basis als Idee, wo, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hast und Hilfe brauchst, dass du dann nicht erstmal 5 Stunden hingehen musst und dann gucken musst, kann ich mir das überhaupt leisten oder nicht. Sondern du kannst einfach reingehen in die Gruppen und kannst sagen, du, ich brauche Hilfe. Und automatisch hilft man dir. Weil wir sowas wie eine Familie sind. Wir sind sowas wie ein Bund, wo alle miteinander und zusammen daran arbeiten, dass wir die Welt verändern. Und ja, ich sagte gerade Familie. Und genau das ist es, wo wir hinwollen. Wir wollen eine Umgebung schaffen, die dich unterstützt. Das hilft aber nicht, dass wir dann irgendwie hingehen und sagen, du musst. Außer, es macht Sinn und in der Gruppe wird das genau entschieden. Aber in der anderen Gruppe wird was anderes entschieden. Aus diesem Grund haben wir bei Helfer nicht 1 Million Regeln, sondern wir haben 4+1 Regeln. Und diese 4+1 Regeln, die sind maßgeblich wichtig, damit eine Gruppe anständig funktionieren kann. Das erste ist die Schenkung und der Selbstkostenpreis. Also entweder schenken wir uns Sachen. Schenken bedeutet, dass ich was gebe, ohne dass ich was zurückverlange. Super Idee. Oder, ne, wenn ich jetzt mein Auto kaputt ist und ich brauche Ersatzteile, dann müsste ich ja die Ersatzteile bezahlen und das Geld darf ich natürlich nehmen, weil das ist absolut wichtig. Super, geil. Also, aber warum gibt es die Regel und warum ist das eines der wichtigsten Regeln? Ganz einfach, weil Geld andere Leute ausnutzt. Wenn wir mit Geld hantieren, dann müssen wir erstmal einen Teil an den Staat geben. Wir nennen das Steuern. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, lasse ich dahingestellt sein. So, außerdem, gerade momentan, leben wir in einer Zinswelt, also in einer Welt, wo wenn wir uns Geld leihen, dann kostet das Zinsen. Und diese Zinsen, die müssen wir auch bezahlen. Das heißt, wir würden, wenn wir miteinander handeln, uns gegenseitig ja, was wegnehmen. Und dieses Wegnehmen, das würde unser Team, unsere Gruppe schwächen. Und damit das nicht passiert, lassen wir das erstmal weg. Wenn jemand was braucht, wenn er zum Beispiel Geld oder wenn er Hilfe braucht beim Arbeiten oder wenn er irgendwas anderes macht, dann kann man das machen. Man kann dann einfach anfragen und sagen, hey du, wie sieht's aus? Ich verliere gerade meine Wohnung, ich brauche Unterstützung. Kein Problem.
Entweder finden wir dir eine Wohnung, wenn du magst, also wenn du umziehen magst, oder wir geben dir für einen Monat oder was weiß ich Geld. Oder wir gehen zum Amt und regeln deine Sachen, damit du vom Amt dein Geld kriegst. Oder. Dieses Miteinander lässt die eigenen Leute nicht ausbluten, sondern durch das Miteinander, durch das gegenseitig helfen, dadurch schaffen wir es auf jeden Fall viel weiter zu kommen als viel früher. Und das machen auch schon verschiedene, ja, Institutionen, ne, Religionen, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. Viele Studentenverbindungen machen das, ne? Eines der bekanntesten ist zum Beispiel Skull and Bones oder verschiedene andere. Wenn man mit in dem Club drin ist, dann wird einem geholfen. Wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns. Wir nehmen uns nicht aus. Wir unterstützen uns und zwar egal bei was. Und dann kommen wir zur zweiten Regel. Denn die zweite Regel besagt ja, dass wir de-anonymisieren, dass wir uns kennenlernen, dass wir Vertrauen aufbauen. Ja, aber nicht nur das. Unterstützen uns bei allem, was geht. Weil es liegt in meinem Interesse, dass meine Gruppe oder dass unsere Gruppen, und zwar alle, dass es denen gut geht. Habe ich also einen super Job und wir suchen jemanden, dann bevorzuge ich natürlich meine Leute. Warum nicht? Wenn wir das Geld von außen in die Gruppen reinholen, dann haben wir Geld und dann können wir besser leben. Und das ganz egal, was draußen ist, ob da eine Katastrophe ist, ne? Finanzkatastrophe zum Beispiel, oder ob da eine Pandemie herrscht, oder. Wir als Gruppe machen dann unsere Regeln, wie wir leben wollen, weil wir eine Familie sind und weil wir uns verstehen und weil wir zusammenhalten. Das Dritte ist dann, wir brauchen Kontaktpersonen, weil ja, wir sind irgendwann so groß, dass wir den Überblick komplett verlieren. Wir können nicht wissen, in welcher Gruppe jemand ist, der zum Beispiel in Griechenland ist und woher weiß ich, mit wem ich da sprechen kann. Jeder könnte sich ja dafür ausgeben, ja, ich bin bei denen und hat eigentlich gar keine Ahnung. Aus diesem Grund haben wir Moderatoren oder Kontaktpersonen. Diese Moderatoren moderieren halt genau das. Sie moderieren oder sie nehmen die Menschen auf. Und zwar da, wo sie sind. Jeder kennt sie und die sind Ansprechpartner für die eigene Gruppe und für die von außen. Moment. Also man hat sie akzeptiert. Also warum? Weil man sie gewählt hat. Sie sind Kontaktpersonen und Ansprechpersonen. Genau. Sie repräsentieren diese Gruppe. Aber bitte nur. Sie dürfen nicht sagen, was zu tun ist, außer die Gruppe will es. Aber sollte es mal einen Streit innerhalb geben, es gilt immer noch das, was die Gruppe möchte, niemals die Chefs. So, und trotzdem, die repräsentieren, das heißt, sie müssen akzeptiert sein, man muss sie wollen, aber auch, sie werden angesprochen von außen und von innen. Und dann kommt das mit den Regeln. Regeln. Einige haben mich schon mal angesprochen darauf, Vereinbarung, nicht Regeln, Regeln heißt von oben. Nein, Regeln heißt nicht von oben. Bei uns ist ganz klar definiert, was die Regeln sind und warum die Regeln da sind. Keiner kennt alle Gesetze, keiner kennt sie. Woher auch? Noch nicht mal die Richter kennen alle Gesetze. Es gelten in Deutschland zum Beispiel die deutschen Gesetze, die europäischen Gesetze. Ach so, die Bundeslandgesetze gelten auch noch teilweise. Dann gelten die internationalen Rechte und Gesetze und. Das kennt kein Mensch. Und die schließen sich teilweise auch aus. Und dann müsste man sie verstehen. Deswegen erklärt man die bei uns. Ne? Warum gibt es die Regeln und was soll die Regel nicht bedeuten? Dadurch haben wir so eine Bedeutungsgrenze, die man auch brauchen kann. Dann gibt es ein Start- und ein Enddatum. Dieses Start- und Enddatum heißt, wir haben ein definiertes Ende, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist dafür da, dass wir noch einmal darüber nachdenken. Brauchen wir sie oder nicht? Wenn wir sie nicht brauchen, kommt sie weg. Wenn wir sie brauchen, dann gucken wir, ob wir sie aktualisieren müssen und geben ein neues Haltbarkeitsdatum an. Ob man das jetzt Regeln nennt, Vereinbarung, Leitfaden, im Endeffekt ist das egal. Das gilt, das hat die Gruppe beschlossen, damit die Gruppe sich daran hält. Das ist sowas wie eine Stütze. Weil, wenn irgendwas passiert und die Gruppe weiß nicht weiter, dann kann sie sich zum Beispiel an die Regeln halten, aber bitte niemals umgekehrt machen. Die Regeln bitte niemals zum Selbstzweck machen. Denn machen wir die Regeln zum Selbstzweck, haben wir ein Problem. Das ist nicht mehr menschlich. Und nachdem wir diese vier Regeln erklärt haben, das als Basis gilt, und zwar für alle Gruppierungen, haben wir eine Sache vergessen. Und die fehlt auch bei uns im Grundgesetz oder auch in den anderen Gesetzen. Habt Spaß. Habt Freude. Natürlich müssen wir auch manchmal Sachen machen, die nicht ganz so gut sind, aber wenn wir anfangen zu weinen oder wenn uns wirklich was komplett entgegengeht, dann sollten wir das nicht machen. Das nennt sich Kephi auf Griechisch.
Das heißt, es kommt von innen. Es ist so eine Lust, die von innen rauskommt und die den Menschen die Kraft und die Energie gibt, etwas zu tun. Das kennen wir in Deutschland so, vielleicht nicht ganz. Wir haben eines unserer größten Krankheiten, die wir in Deutschland haben, ist Burnout. Und warum? Weil wir gegen unser Kephi handeln. So, wie gesagt, Kephi ist griechisch und heißt Lebensfreude. Das ist Helfer. Und jetzt ist die Frage, wie organisiert sich Helfer? Und Helfer organisiert sich so, dass wir verschiedene Gruppenarten haben. Wir haben, das haben wir so beschlossen, das ist kein Muss, aber das haben wir so beschlossen, damit es etwas einfacher und strukturierter funktioniert. Haben wir beschlossen, wir machen Lokalgruppen. Wir haben Themengruppen. In den Lokalgruppen wird genau das gemacht, was ich gesagt habe. Ne? Bekannt werden, bla bla bla. Man setzt sich zusammen, alles schön und gut. Die Themengruppen, das sind Gruppen, die mit Themen zu tun haben. Müssen die bei Helfer sein? Nein! Warum? Themengruppen sind frei. Und auch wenn die Orga vorher irgendwann mal gesagt hat, ja, nein, Themengruppen sind frei. Ihr seid frei, das zu machen, was ihr wollt. Ihr könnt Leute aus Helfer reinholen, ihr könnt aber auch andere Leute reinholen. Warum gibt es da irgendeine Begrenzung? Themengruppen, weil eine Kartoffel, die ein Helfer in den Boden steckt und danach begießt und erfahren will, wie diese Kartoffel größer wird und vielleicht auch Kinder macht, ne? Also Triebe hat und so weiter. Das funktioniert doch bei Helfer genauso wie bei allen anderen. Warum sollten wir da nicht miteinander zusammen kooperieren? Warum sollten wir nicht uns gegenseitig helfen? Dann gibt es die Berufsgruppen. Die Berufsgruppen ist auch nicht spezifisches. Ein Arzt ist ein Arzt und ein Arzt hilft bitte auch Nicht-Helfern. Das ist hoffentlich auch sein Beruf. Aber ein Arzt, im Gegensatz zu den Themengruppen, sind Berufsgruppen etwas spezialisierter, etwas tiefgreifender, haben etwas höheres Niveau und können besser Konzepte entwickeln und oder Ideen oder in Katastrophen helfen. So dürfen zum Beispiel Ärzte tatsächlich Patienten behandeln, während normale Menschen das zumindest in Deutschland nicht dürfen. Dann gibt es die Organisationsgruppen. Und früher waren die Organisationsgruppen, konnte man auch auf lokaler Ebene machen. Das würde ich heute nicht mehr empfehlen. Nicht, dass es das nicht geben darf. Wer bin ich, das zu sagen, ob man das darf oder nicht? Ich würde es einfach empfehlen. Ich würde eher empfehlen, das in Richtung Themengruppen zu machen, weil jede Orga macht nur eine einzige Sache. Nur eine einzige Sache. Sie supportet die anderen Gruppen. Sie unterstützt. Bei was? Bei dem, was sie macht. Zum Beispiel. Eine Orga, die sich zum Beispiel mit Bauernhöfen auseinandersetzt, die empfiehlt, gibt irgendwelche Konzepte, die sie vielleicht von den Berufsgruppen her bekommen hat, gibt Konzepte weiter. Oder eine Orga, die sich zum Beispiel mit Musik auseinandersetzt, könnte zum Beispiel Veranstaltungen planen. Sie könnte dort Schritt für Schritt für Schritt verschiedene Konzepte ausarbeiten oder verschiedene Veranstaltungen planen, die sie dann durch Deutschland, durch Europa, durch was auch immer plant, wo die Leute rumgehen. Könnte sie auch Geld verdienen? Klar kann sie das. Da können Vereine rein, da können Genossenschaften rein, da können Unternehmen rein, alles kann da rein, solange sie sich an die erste Regel halten, für Helfer kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Und jetzt kommen viele an und sagen, ja Moment, aber so eine Veranstaltung, die mache ich unterm Helferlabel. Und dann sage ich, super, danke, das ist sehr nett. Aber eine Sache muss euch klar sein. Ihr dürft immer noch Geld verlangen von Nichthelfern. Das dürft ihr verlangen, das ist ganz klar. Weil irgendwie muss ja Helfer auch finanziert werden. Und umgekehrt, ihr dürft auch bei einer Nichthelferveranstaltung, solltet ihr auch aus eurem Wunsch heraus, aus eurem Inneren heraus, den Helfer unterstützen. Ähnlich wie die Studentenverbindungen und, und. Weil das ist doch das, was wir haben. Das ist das, wo wir uns gegenseitig schützen und unterstützen. Und dasselbe gilt natürlich auch für euch. Nicht ihr müsst immer nur geben, sondern ihr müsst auch bekommen. Und dann haben wir die Plus 1, also Gruppe. Die Plus 1 wäre die Akademie. Die Akademie ist bei uns eine etwas andere Art, das sind Schulungen und diese Schulungen, dafür haben wir momentan eine extra Gruppe, vielleicht machen wir daraus demnächst viele Gruppen, die verschiedene Schwerpunkte haben, ne? Was weiß ich, die biologische Akademie, die technische Akademie, die keine Ahnung. So, und diese Schulungen, die sollten für alle Menschen kostenlos sein. Da sollte jeder lernen können, jeder als ein Muss und nicht als ein Kann. Ja, denn Wissen ist absolut wichtig. Durch unser Wissen kriegen wir mehr Bewusstsein. Durch mehr Bewusstsein können wir uns verändern. Und diese Veränderung ist absolut wichtig, wenn wir was verändern wollen.
Das heißt, wir brauchen Bewusstsein, wir brauchen auch Aktivität. Und wir brauchen Zusammenhalt. Weil, wenn es einem von unserer Gruppe schlecht geht, egal wo, dann haben wir ein Problem. Und dann kommen wir nicht weiter. So, und nachdem wir jetzt einmal die Regeln besprochen haben, einmal unsere Gruppentypen, ist unser letztes Ding, was empfehlen wir bei Helfer? Bei Helfer empfehlen wir, dass wir eine Infrastruktur aufbauen. Eine Infrastruktur, die das ganze Leben so gut wie möglich widerspiegeln kann. Und da haben wir eine 7+1 Strategie entwickelt. Schon wieder? Ja, schon wieder. Was könnte es sein? Das erste wäre, lasst uns gucken, wie wir Essen kostenlos oder zum Selbstkostenpreis herstellen. Das ist wichtig, wenn wir eine Inflation haben und keiner kann sich Essen leisten, dann arbeiten wir zum Beispiel mit Agrarleuten zusammen, wo wir das Essen bekommen und wo wir dieses Essen dann an die Leute verteilen können. Helfer kostenlos, die anderen, damit finanzieren wir den Bauern zum Beispiel. Das heißt, nicht alles muss für Helfer reserviert sein, man kann auch Sachen verkaufen. Aber man hilft sich gegenseitig und das ist ein Muss. Zweitens, Wasser trinken. Während man hier in Griechenland noch fast überall in Bergen kostenlos Wasser kriegt, ne, aus Quellen, ist es so, dass in anderen Ländern wie zum Beispiel Uganda manchmal gar kein Wasser herrscht. Da sollten wir gucken, dass wir kostenlos Wasser in irgendeiner Weise zur Verfügung stellen. Auch sauberes Wasser, durch Filter gereinigt und, und. Oder hexagonales Wasser, oder. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber es ist unsere Pflicht, dass wir am besten für unsere Gruppe die grundlegenden Sachen zur Verfügung stellen. Das nächste wäre ein Obdach. Also irgendwas, wo man sich verstecken kann, wo man sich zurückziehen kann, wo man schlafen kann. Und ob wir das zur Verfügung stellen, wie ich neulich, als ich Menschen meine Wohnung, also mein da, wo ich wohne, halt auch als Obdach zur Verfügung gestellt habe. Oder ob wir Häuser für speziell für Helfer vermieten oder eigene Dörfer zum Beispiel machen oder ähnliches. Das könnt ihr überlegen. Das nächste wäre dann Kommunikation. Und damit meine ich einmal die Kommunikation, wie wir über längere Strecken, zum Beispiel über Telefon oder über Internet, anständig miteinander kommunizieren können. Dafür werden wir auch eine Plattform zur Verfügung stellen. Ebenso wie das, was wir sagen. Also GFK zum Beispiel, ne? Gewaltfreie Kommunikation, ehrliches Mitteilen und diverse andere, ne? Schulz von Thun, dass wir verschiedene Arten der Kommunikation lernen. Und auch die Rhetorik ist absolut wichtig. Mobilität. Wir werden Leute von A nach B bringen müssen und das ist so. So. Oder wir werden Gegenstände von A nach B bringen müssen, weil Leute oder Gegenstände einfach transportiert werden, weil irgendwo was gebraucht wird. Da sollten wir versuchen, so weit wie möglich, dass wir hingehen und sagen, okay, pass mal auf, wir haben einen Plan, wie wir das machen, und zwar kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Energie. Dasselbe gilt für Energie, egal ob wir über elektrische Energie reden, über Heizung oder über diverse andere Energiearten. Wir sollten lernen, damit umzugehen. Und zu guter Letzt Gesundheit. Weil was nützt alles, wenn wir nicht gesund sind? So. Lernt, welche Öle, ätherischen Öle, wofür gut sind. Wie stellt man ätherische Öle her? Was können wir machen damit und so weiter? Mit all den Sachen, da können wir uns beschäftigen und da gibt es natürlich weitere Ideen und weitere Sachen, die wir euch anbieten können. Und dann hatten wir wieder das Plus 1. Was könnte das Plus 1 sein? Richtig, da haben wir schon wieder unser Käffi. Käffi, also Spaß haben. Ja, wir sollten auch tanzen. Wir sollten miteinander feiern. Wir sollten miteinander uns kennenlernen und uns verbinden. Und ich sage ganz schön, wieder vernetzen tun sich die Rechner, die Programme und die Messenger. Also alles, was mit Internet oder mit der Technik zu tun hat, das vernetzt sich. Wir Menschen, wir sollten anfangen, uns zu verbinden. Denn miteinander Verbindung eingehen, ja, dann fangen wir wieder an, menschlich miteinander umzugehen. Aber ich bin ja hier nicht alleine. Das Ding heißt Frag den Kell und wir haben im Hintergrund Leute, die zuhören und wahrscheinlich auch schon alles aufgeschrieben haben und bestimmt auch noch Fragen haben. Deswegen schalte ich die Leute jetzt einfach mal frei und heiße euch nochmal herzlich willkommen hier bei Frag den Kell. Wenn ihr noch was sagen wollt, bitte, ihr seid frei, lasst es raus. Was möchtet ihr fragen, sagen, ergänzen und so weiter? Gibt es da irgendwas? Bitte hebt die Hand hoch. Okay, da möchte jemand was sagen? Bitte sehr. Hallo. Ja. Also ich habe schon meine Frage schon in der Umfrage erstellt. Ja. Und zwar, wie viel Zeit würdet ihr pro Tag zur kostenlosen
also von freiem Herzen zur Verfügung stellen. Also. Und ich habe da die Option von 2 bis 4 Stunden und von 10 Minuten bis 2 Stunden. Also, das ist eine sehr schöne Frage. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich die Fragen meistens nicht direkt beantworte, sondern eher indirekt, damit die Menschen verstehen, wie man auf diese Antwort kommen kann. Die Frage, die du gerade gestellt hast, ist sehr, sehr schön, weil man sie als Beispiel nehmen kann, wie Helfer funktioniert. Es ist natürlich sehr cool, wenn ich jetzt eine Antwort geben würde, am besten 2 Stunden jeder. Aber genau das soll es nicht sein. Es soll nicht von außen die Idee kommen, wir sagen euch, was ihr zu tun habt, sondern ihr dürft selber entscheiden, wie viel wollt ihr geben oder wie viel könnt ihr geben. Es ist ganz wichtig, dass jeder das für sich persönlich macht, aber auch in der Gruppe zum Beispiel diskutiert wird. Weil es gibt Gruppen, die kaum funktionieren, weil keiner sich wirklich einbringt. Das natürlich ist sehr, sehr schade, weil dadurch verändert sich nichts. Ich sagte ganz am Anfang, wir müssen aktiv sein. Und aktiv bedeutet, dass wir uns bewegen. Aber wenn keiner was macht, passiert kaum was. So, jetzt ist es aber so, die Leute sagen, okay, dann arbeite ich 10 Stunden pro Tag für Helfer und kommt dann zu nichts anderem. Ist das besser? Es ist nicht besser oder schlechter. Wenn man sich das leisten kann und wenn man das möchte, ist man herzlich eingeladen, das zu tun. Ich bitte immer nur zu bedenken, und das ist auch ganz wichtig, nicht übertreiben, weil das Ganze ist nicht ein Sprint, sondern ein Marathon. Wir wollen die Welt verändern, und zwar im Positiven. Wir wollen die Leute aufwecken und wir wollen die Leute abholen. Das bedeutet aber auch, dass wenn wir es geschafft haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen, dass die Leute dann hingehen und sagen, okay, das wird dann so bleiben. Aber es kann nicht bleiben, dass ich immer nur, jeden Tag ohne Samstag, Sonntag, dass ich immer nur 10 Stunden arbeite. Das bedeutet, lasst uns doch weggehen von dieser Regelung, lasst uns eher dazu übergehen, dass wir sagen, okay, lasst uns intrinsisch, also von innen, eine Motivation aufbauen, die die Menschen abholt und die die Menschen in eine bestimmte Richtung bringt. Das würde ich empfehlen. Das bedeutet, ob ihr jetzt sagt, okay, ich arbeite jetzt mal 12 Stunden am Tag für Helfer, oder wenn ihr sagt, naja, ich arbeite 10 Stunden am Tag für Helfer und dann die ganze Woche nicht. Oder wenn ihr sagt, du, ich mache das nur mal nebenbei. Das bleibt euch überlassen. Wollt ihr aber eine Veränderung haben, solltet ihr wie eine Familie handeln. Das heißt, dann seid ihr 24 Stunden Helfer. Und diese 24 Stunden, die müsst ihr nicht nur arbeiten. Die könnt ihr miteinander teilen und verbinden. Habe ich damit deine Frage so ein bisschen beantwortet? Ja, klar hast du, danke. Gerne. So, da gab es noch eine Hand. Möchte da noch jemand was sagen oder fragen? Bitte sehr. Ja, es gibt noch Fragen aus dem Chat. Da wird gefragt, wie bringt man die Menschen dazu, die Initiative zu ergreifen, um sich selbst zu informieren und dann zum gegenseitigen Informieren, um etwas auf die Beine zu stellen? Okay, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, aktiv sein ist ganz wichtig. Das Problem, was wir auch haben, ist, dass wir uns nicht miteinander absprechen und dass wir meistens ein paar hundert Sachen machen, die gleichzeitig passieren. Wie kann man, also Aktivität alleine reicht nicht. Wir müssen das auch irgendwie so ein bisschen managen, dass wir das Ganze, ja, so ein bisschen hinkriegen. Jetzt haben wir ja unsere Moderatoren und jetzt sagen alle Leute, boah, gut, dass wir Moderatoren haben, lass die das machen. Und ja, es wäre natürlich gut, wenn die Moderatoren das machen könnten, weil sie sind ja die Kontaktperson, sie sind die Mitte der Gruppe und sie können selber entscheiden, in welche Richtung und sie gehen und was sie machen. Bitte, denen kann auch keiner vorschreiben, auch keine Orga, was sie zu tun haben. Jede Gruppe ist selbstständig und darf selbst entscheiden, in welche Richtung sie geht und welche nicht. Aber wenn wir Moderatoren haben, können die Moderatoren natürlich so ein bisschen das Ruder übernehmen. Sie können das so ein bisschen lenken, sie können das ein bisschen in eine bestimmte Richtung bringen. Können bitte. Dafür sind sie auch Gruppen da, wie zum Beispiel Moderatorengruppen, wo die sich zusammensetzen und wenn jemand was braucht, dann die anderen Moderatoren informiert. Oder irgendwo, wo die Orga die Menschen informiert, was gibt's Neues und so weiter. Nicht das muss man machen, sondern das darf man machen. Aber, und das ist auch ganz wichtig,
Die Moderatoren sind nicht die einzigen, die bitte aktiv werden und die einzigen, die in irgendeiner Weise etwas koordinieren. Nein, dafür haben wir viele andere Gruppen, wir haben Themengruppen und so weiter. Ihr könnt euch selbst, ihr könnt nicht, ihr solltet auch euch selbst organisieren. Macht, worauf ihr Spaß habt. Nehmt die Leute mit, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr zum Beispiel Inline-Skaten wollt, dann müsst ihr nicht auf den Moderator warten. Dann macht ihr eine kleine Umfrage, ihr macht entweder eine lokale Themengruppe auf, die sagt, okay, wir gehen jeden Mittwoch zum Beispiel vor, fragt den Kell, Inline-Skaten, damit wir nachher uns schön zusammensetzen und das Ganze angucken. Oder ihr macht eine große Themengruppe und sagt, okay, uns interessiert das Thema ätherische Öle. Was kann man damit machen? In welche Richtung geht das? Und, und. Da könnten wir zum Beispiel sehr, sehr viel veranstalten. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, ihr könntet hingehen und wenn ihr zum Beispiel in einem Supportraum seid, ne, also das Supportraum ist bei den Helfern die öffentliche Gruppe zu jeder Lokalgruppe oder zu jeder anderen Gruppe, ne, Supportgruppe, nannte man das Empfangsraum, wir haben uns aber, ne, wir nennen das jetzt heutzutage Supportraum. So, wenn jemand also im Supportraum ist und da sind 20, 30 Leute, dann warten wir nicht, bis irgendeine Gruppe uns einlädt, sondern wir organisieren uns vielleicht selber, wir machen unsere eigene Gruppe auf. Ne, unsere eigene lokale Gruppe und die solltet ihr auch machen. Es können auch in einer Stadt mehrere Lokalgruppen sein, die alle dann miteinander und zusammen funktionieren. Die einen sind aktiver, die anderen nicht. Die einen haben den Schwerpunkt da, die anderen haben den Schwerpunkt woanders. Und das ist das Gute. Und trotzdem arbeiten wir zusammen. Auch wenn wir nicht alle gleich sind, arbeiten wir zusammen. Denn das ist genau das Wichtige. So, also wie können wir uns organisieren? Ganz einfach. Wir machen eine Umfrage und wir holen die Leute ab, da wo so, erstmal habe ich die Frage beantwortet. Dann gab es noch eine weitere Frage. Bitte sehr. Ja, also Karl, ich habe das schon mal im Raum angebracht. Und zwar, ich finde, da wir ja eine offene Gesellschaft sind, sollte beim Logo auch der Kreis wegkommen, weil der Kreis erinnert mich, dass wir an eine geschlossene Gesellschaft und gegen die offenen Hände sind für mich ein Zeichen, dass jeder willkommen ist, der was möchte. Ja, es ist auch eine sehr gute, in Anführungszeichen, Frage. Also ich mache aus der Aussage einfach mal eine Frage. Kreis oder nicht Kreis? Ich glaube, dass Kreise ganz wichtig sind, weil sie quasi eine perfekte Figur bilden. Aber nicht nur das. Ein Kreis, wir sind ein Kreis und wir sind auch ein geschlossener Kreis. Ein geschlossener Kreis bedeutet, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. Das heißt bitte nicht, und das sage ich auch ganz klar, das heißt nicht, dass wir andere Leute, die nicht bei Helfer sind, nicht helfen. Ganz klar bitte. Aber wir unterstützen uns gegenseitig definitiv und das sollten wir machen. So, das ist aber nicht nur unter den Helfern, sondern das ist unter allen Helfern so. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Wir helfen uns nicht nur gegenseitig, so, aber wir bieten auch jedem die Hand an. Das heißt, obwohl wir ein geschlossener Kreis sind, haben wir nicht eine Religion als Mindestmaßstab, dass man in unsere Gruppen reingeht. Wir haben nicht das Aussehen, ne, oder die Herkunft oder das Geschlecht oder was auch immer, sondern wir bieten jedem die Hand an, der möchte, der mit reinkommen möchte. Wir sind schon ein geschlossener Kreis, weil wir ja eine weitere Infrastruktur aufbauen wollen, ne, die ganzen Katastrophen, die wir momentan haben, die vielleicht abmildert. Weil diese Gesellschaftsart und diese Gesellschaftsform, die wir miteinander haben, weil sie eine ganz andere ist als das, was bisher da ist. So, das heißt, wir haben zwar einen Kreis, aber wir haben auch Hände. Und wir arbeiten miteinander. Und ich denke, das ist das Logo, Symbole, vielleicht was aussagen. Aber dass wir die auch nicht überbewerten sollten. Ja, wir haben uns Gedanken dabei gemacht, warum wir das gemacht haben. Ne? Auch, warum das zusammen wächst. Also warum als Pflanze, ne, soll zusammen wachsen. Die Gesellschaft soll zusammen wachsen, beziehungsweise auch auseinander, sodass wir uns gegenseitig die Hände geben können und dass alle Pflanzen sich die Hände geben können. Also alle Gruppierungen arbeiten miteinander. So. Da haben wir uns wirklich viele Gedanken gemacht. Aber man sollte es auch nicht übertreiben mit diesen Sachen. Das ist meine Meinung. Und zum Thema Logo, da könnten wir dann später irgendwann mal
miteinander reden. Aber viel mehr könnten wir da zum Beispiel innerhalb der Plauderecke, also Helfer, also zumindest in der Telegram-Gruppe, in der deutschen, Helfer-Plauderecke, da könnten wir noch weiterhin darüber diskutieren, wie ihr das wollt oder wie ihr das seht. Ist damit deine Frage oder deine Aussage so ein bisschen kommentiert und ein bisschen abgeholt worden? Ja, Karl, danke. Und gerne. Wie gesagt, das war nur meine Idee, was halt meine Vorschlag, was ich mir gedacht habe. Alles gut. Finde ich auch gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. So, danke. Gerne. So, bitte sehr. Ja, daran anschließend, ich wollte das nochmal aufgreifen und fragen, ob Helfer denn flexibel ist oder gibt der Kreis auch eine feste Struktur vor? War Helfer immer so wie heute? Also, Helfer entwickelt sich genauso weiter wie alles andere auch. Manchmal entwickeln sich einige Sachen, und das muss man leider auch sagen, eher ins bisschen Negative, andere Sachen eher ins Positive. Andere Sachen sind aber auch so geblieben. Die Basis, die ist so geblieben. Die Basis, die wir hatten, die ist vielleicht jetzt etwas differenzierter erklärt, aber sie ist geblieben, wie sie war. Wir haben die vier Regeln, die hat sich erweitert. Das Plus Eins, dieses Käffi, dieses Spaß haben, miteinander Freude erleben und aus dem Inneren heraus das zu machen, was man tut. Ne? Würde man vielleicht sogar sagen, im Flow sein oder so. Aber, also, ne, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Die Orgas zum Beispiel, die haben sich stark verändert. Ne? Die Struktur ändert sich ein bisschen. Da versuchen wir es anzupassen, so, dass eben keine Autonomie herrscht, dass kein Kontrollwahn irgendwie die Leute einheimst, weil das hatten wir. Und das wollen wir nicht. Und das haben wir auch jetzt in unserem im Hintergrund. Bei anderen Gruppierungen oder beim Staat oder. Und das wollen wir nicht. Was wir wollen, ist, dass die Menschen einmal frei sind und gleichzeitig, dass sie miteinander zusammenarbeiten. Und diese Balance hinzukriegen, das ist ein Akt, der hat auch ausprobieren, auch Tests. So. Ansonsten sind die Menschen frei. Aber diese Tests, diese Balance zu halten, ne? Es ist nicht, wenn man einmal die Balance gefunden hat, hat man sie nicht für immer. Die Balance muss immer wieder neu gemacht werden, weil es kann sein, dass sich was ändert. Ne? Reicht ja, wenn jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir auf der Waage sind, ne, oder an der Wippe, und einer isst auf einmal und der andere isst nichts, dann verändert sich irgendwann mal, ne? Wupp. Dann verändert sich irgendwann mal das Ding. Das heißt, wir müssen das neu austarieren. So. Und diese Austarieren, das ist das, was wir immer wieder versuchen. Also, dieser Kreis hat eine Basis. Das Helfer ist ein Zusammenschluss, ein Miteinander. Aber es heißt nicht, dass wir starr sind und dass wir uns nicht bewegen. Im Gegenteil, wir verändern uns und wir holen die Leute mit rein. Wir versuchen, das Beste rauszuholen für alle Menschen. Und zwar immer wieder. Ist das damit auch beantwortet? Ja, ich danke dir. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Dann komme ich zu meinem Schlussplädoyer. Ich schalte euch mal ganz kurz nochmal auf ruhig. Ah, so. Also, was ist Helfer? Helfer ist die neue Art, miteinander zu leben. Helfer ist eine Sache, die nichts ausschließt, also auch nicht Geld, auch nicht verschiedene politische Themen oder so. Aber Helfer steht nicht hinter verschiedenen politischen Themen und Helfer steht auch nicht hinter Geld. Helfer selber ist eine Basis, wie wir eine neue Art von Leben miteinander leben können. Helfer ist eine Idee, was wir machen können, damit wir in eine Zukunft gehen, wo der Mensch einerseits frei ist, andererseits eine Basis hat, in der er vertrauen kann, dass wir ein Miteinander geschaffen haben, was für uns Menschen und für jeden individuell einen Vorteil bringt, wo man selber einmal gesehen wird und abgeholt wird, aber auch wo man selber sich in eine Gruppe mit einfügt und wo wir dieses Einfügen auch noch einmal mit nicht nur in die Gruppe selber einbringen, sondern in unsere Infrastruktur einbringen. Wir wollen eine Welt, in der wir nicht alle 4 Jahre einmal wählen und diese Leute, die uns vorher was erklärt haben, später herauskommt, dass das alles gelogen war und dass sie was ganz anderes machen. Sondern wir wollen eine Welt, wo wir uns wirklich wieder vertrauen.
und eine Welt, in der nicht irgendwelche Leute Regeln machen, die wir nicht kennen und die uns nicht kennen. Und dadurch nicht wissen, ob die Regeln für uns gemacht sind oder für andere. Sondern wir wollen eine Welt, in der wir mitentscheiden können, was ist. Und das geht nur in kleinen Gruppen. Und diese kleinen Gruppen, die müssen wir eine Struktur finden, wie wir miteinander arbeiten können. Und das ist das, was Helfer anbietet. Und nein, das bietet nicht nur Helfer an, das bietet jede Gruppierung an. Aber gerade in Deutschland sind wir eine der ersten Gruppen, die das angeboten haben. Und wo wir immer noch der Meinung sind, wir bieten euch die Mitarbeit an. Aber nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Wir würden gerne mit Ubuntu und mit diversen anderen zusammenarbeiten oder arbeiten schon mit zum Beispiel Solaris zusammen. Wir arbeiten mit diversen anderen Gruppierungen zusammen und das ist ein Muss, weil nur so schaffen wir die Veränderung. Denn Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen und lasst es uns in Liebe tun. In dem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder bei Frag den Kell. Die Fragen dürft ihr stellen, wir beantworten sie oder ich beantworte sie. Zumindest versuche ich das hier in diesem Format. Alles Weitere können wir besprechen und ich freue mich schon drauf. Viel Spaß noch, euer Kell, alles Gute, ciao.